Du hast Fragen. Und es ist Zeit für Antworten. Bis jetzt haben wir uns im Schatten versteckt. Beobachtend. Gewartet. Wir wurden vor 4 Jahren gegründet. Eine multinationale Einheit der USA. Codename Sentinel. Unsere Mission? Die KVA-Angriffe zu untersuchen und dafür zu sorgen, dass so etwas nie wieder geschieht. Aber schon bald wurde klar, dass es eine noch größere Bedrohung gab. Ein Mann, der selbst in seiner eigenen Tragödie einen Vorteil suchte. Nach den Angriffen erreichte Atlas neue Höhen. Sie boten Sicherheit für Häfen, Schifffahrtswege, Pipelines. Nation für Nation trat ihre lebensnotwendige Infrastruktur ab an Jonathan Irons. Wir realisierten zu spät, er hatte uns eingekesselt. Und jetzt, in den letzten 10 Tagen, gab es jede Menge ISA-Aktivität. Ein Begriff dominierte alles. Manticore. Atlas führt bereits etwas im Schilde. Aber wir wissen nicht, was. Es war riskant, dich rauszuholen. Aber du bist unsere beste Chance, rauszufinden, was Manticore ist. Und es zu stoppen. Wie sieht's aus, Mitchell? Bist du dabei? Da ist er. Gleich wissen wir, worauf wir uns einlassen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich wünschte, die Umstände wären anders. Es geht gegen unsere Kameraden, mit denen wir trainiert haben und gekämpft. Ich weiß, dass es schwierig ist, aber ihr müsst das vergessen. Das hier ist größer als wir alle. Team, wir haben grünes Licht für Operation Einsamer Wolf. Dank Mitchells Informationen wissen wir, dass Eins zu einem wichtigen Treffen auf seinem Anwesen reist. Ich leite das Einsatzteam und SEAL-Teams halten sich bereit für die Evakuierung. Eins hat oberste Priorität. Wir infiltrieren sein Haus und suchen Infos zu seinen Plänen. Bringen wir es hinter uns. Nox, wie läuft es? Ich bin gleich im Drohnennetz. Bin drin. Die Drohnenpatrouillen wechseln. Die Zeit läuft. Kingpin, wir sind an der Vordertür. Verstanden. Anklopfen. Haken bereit machen. Kingpin, wir rücken zum Kontrollpunkt 1. Verstanden. Wir haben euch auf dem Schirm. Weiter. Wir sind fast da. Eins privates Anwesen. Das kann man sich also für Tausende von Leichen kaufen. Ich werde Eins auch spüren. Wir müssen dabei sein, wenn er Kontakt aufnimmt. Ilona, zu mir. Gehen wir. Mitchell, ich gebe dir erweiterte Realität. Zielverfolgung geht online. Okay, du kannst dein Ziel markieren. Optik ist okay. Ich synchronisiere dein Hub mit dem Drohnennetz. Wir registrieren alles im Umkreis von 500 Metern um das Anwesen. Gut, Mitchell. Geh zur Sicherheitszentrale und klink mich in ihr System ein. Nicht bewegen. Ziele links. Rüber ins Gebüsch. Erledigen wir den Letzten. Lass ihn rankommen. Es muss leise gehen. Mach ihn kalt. Okay, Mitchell. Die Sicherheitszentrale ist am Ende. Mach dich auf den Weg.
Mitchell. Drohne nähert sich. Achtung! Nein, Sir. Mitchell, bleib am Ball. Zur Sicherheitszentrale. Mitchell, bleib am Ball. Zur Sicherheitszentrale. Gut gemacht. Rauf aufs Dach. Seinen Preis wert war. Ladeabdrücke in den Anzug. Bin drin. Okay. Ich kann Ihre Kameras steuern. Gut gemacht. Raus da. Die Drohnen sind wieder online. Zurück aufs Dach. Beeilung, Mitchell. Cormac, wir haben uns eingeklickt. Sehr gut. Mitchell, wir treffen uns vor Ains Arbeitszimmer. Ilona, du übernimmst. Verstanden. Mitchell, geh nach vorne. Bleib im Schatten. Okay, Mitchell. Es wird nicht leicht, nach drüben zu kommen. Du hast viele Möglichkeiten. Ich gebe Deckung. Nicht auf die Drohnen schießen. Ja, genau. Ja, es ist irgendetwas Seltsames im Gange. Aber John spricht nicht darüber. Maria, weiß dein Mann, dass du solche Gedanken hast? Ziele zur Rechten. Nicht schießen. Er ist im Freien. Ziele unten. Wie ist die Lage? Verstanden. Spiel wird gestartet. Ziele kommen, um nachzusehen. Weg da! Match 1. 0 zu 0. Soweit so gut, Mitchell. Das Arbeitszimmer ist in der Nähe. Aufschlag. Vorsicht. Wir wollen keine zivilen Opfer. 0. Aufschlag. Vorsicht, Mitchell. An der Einfahrt ist einiges los. Cormac trifft dich auf dem Balkon. Aufschlag.
guter Schuss. Weiter. Sauberer Schuss. Keiner hat was bemerkt. Das hat was mit seinem internationalen Status zu tun. Atlas. Das kann ich nicht. Du bist ja auch kein Anwalt. Gott sei Dank. Das ist vermutlich der Grund für die Aktion. Raffiniert. Mitchell, du hast einen Fahrzeugalarm ausgelöst. Weg da! Ziele unten. Guter Schuss. Weiter. Mission abbrechen. Mitchell, du hast einen Fahrzeugalarm ausgelöst. Versteck dich. Das war wirklich gut, Mitchell. Knox, wir sind drin. Hast du eins gefunden? Negativ. Da ist sein Schreibtisch. Also los. Da ist sein Schreibtisch. Also los. Was gefunden. Knox, wir haben die Tagesordnung des Treffens. Es findet gleich im Hangar statt. Der Hangar ist verschlossen. Ich kann nichts sehen. Da reinzukommen wird nicht leicht. Verdammt. Knox, wir haben ein Problem. Wir sind aus dem System rausgeflogen. Ich sehe es. Sie sind in Alarmbereitschaft. Patrouillen kommen schon. Du musst da sofort weg. Da kommt ein Konvoi. Nordwestlicher Eingang in etwa 30 Sekunden. Mitchell, los. Wir dürfen den Konvoi nicht verpassen. Sicherheitsverletzung. Alle Ausgänge sichern. Ruft Mr. Irons. Ich hab den Fall. Das ist unsere Mitfahrgelegenheit zum Hangar. Der Konvoi ist gleich hier. Da ist der Konvoi. Knox, wir müssen in Position. Kling dich in den Funk ein und halt den Konvoi auf. Roger. Mitchell, mir nach. Warte auf mein Zeichen.
aller Mitfahrer, bitte. Jetzt! Ja, hallo, hier ist Ted Bock am Steuer. Ich habe Dr. Bellamy dabei. Er will zu Mr. Irons. Einen Moment. In Position, Knox. Okay, fahren Sie. Mr. Irons erwartet Sie. Einen angenehmen Abend. Bellamy? Knox, überprüf das. Schon dabei. Bellamy ist ein Alias von Dr. Pierre Danois. KVA-Doktor? Iluna, versauert er nicht in einer Atlaszelle? Das dachte ich. Knox, gib das jetzt nochmal mit euch. Ich will wissen, was Danois hier zu suchen hat. Verstanden. Dr. Bellamy, es gab eine Sicherheitsverletzung. Was ist los? Los, Sir. Mr. Irons ist hier. Wir sind sicher. Bereit. Jetzt. Wir haben unsere Befehle. Zu mir. Okay, Knox. Ich öffne den Kanal. Bestätigt. Bin auf Empfang. Solange die Fahrerklasse ID-Nummer und Blutgruppe zusammenpassen, sollte es keine Probleme geben. Wenn die Eindringlinge den Inhalt dieses Containers entdecken, haben wir ein großes Problem, Doktor. Wir beeilen uns ja schon. Antikoch ist technisch instabil und äußerst flüchtig. Ihre Sorge um unsere Sicherheit ist dringend. Wenn Ihre Ziele durch so frühes Freisetzen scheitern, habe ich mein Versprechen nicht erfüllt. Keine Sorge, Danua. Ihr Geld liegt schon auf der Bank. Es gelten die alles weiter übernehmen. Die Fracht muss Manticore sein. Wir müssen rausfinden, wohin sie es bringen. Mitchell zu mir. Knox, wir holen uns jetzt die Fracht. Cormac, die Fracht ist schon an Bord. Das schafft ihr nie. Das Evakuierungsteam soll am Sammelpunkt Delta warten. Schnell gehen! Mach sie fertig! Lauf, Mitchell! Wir schaffen das! Den Greifhaken und den Mann! Peilsender! Bereit, Mitchell! Spreng! Haben Sie, Kingpin. Okay, bringt sie nach Hause. Gut gemacht, Team. Finden wir raus, wohin das Flugzeug will. Wenn wir auf die Welt kommen, sind unsere Augen geschlossen. Bei den meisten ändert sich das ein Leben lang nicht. Blind folgen wir jedem, der die Führung übernimmt. Wir verschreiben uns jeder erdenklichen Sache, die uns mit Sinn erfüllt. Für mich waren das die Marines. Ich hatte mich mit meinem besten Freund Will 6 Monate vorher gemeldet. Jetzt waren wir am anderen Ende der Welt für einen Einsatz in Südkorea. Wir waren Waffenbrüder. Ganz egal, wie schlimm es auch wurde, ich konnte immer darauf zählen, dass er an meiner Seite ist. Kopf hoch, Mitchell. So schlimm kann es nicht sein. Es wird mir jetzt erst richtig klar. Dafür sind wir hier. Tja, mein Vater war ein Marine. Ich hatte kaum eine Wahl. Ja, ich bin auch wegen meinem Alten hier. Ich wollte weg von ihm. Viel weiter weg als das hier geht's kaum. Okay, okay. Hierher. Wir haben Befehle. Wir gehen rein bei Epsilon. Dann wird's dreckig, genau wie ihr es gelernt habt. Seid ihr alle im Bilde?